Einmal ins Ausland zu gehen, ist für viele junge Menschen ein großer Traum. Egal wo man auch leben mag, viele junge Erwachsene zieht es in andere Länder und Kultur. Das Studium ist dabei für viele der ideale Anlass, um Auslandserfahrungen zu sammeln. So auch für Yang Jili. Die junge Chinesin kommt nach Deutschland, um ihr Architekturstudium in Dessau-Roßlau fortzuführen. Die Stadt in Sachsen-Anhalt ist als Bauhausstadt ein beliebter Anlaufpunkt für Architekturstudenten, insbesondere aus China. Doch für Yang Jili wird der Traum vom Studium in Deutschland zu einem Albtraum. Denn die junge Frau wird Deutschland nicht mehr lebend verlassen. Es ist 2016. Die Studentin Yang Jili ist 25 Jahre alt und lebt seit einiger Zeit in Dessau-Roßlau. Aufgewachsen ist Yang Ji in China. Ihr Vater arbeitet dort als Polizist, sie wächst behütet auf und hat ein sehr enges Verhältnis zu ihren Eltern. Als Erwachsene beginnt Yang Ji Architektur zu studieren. Sie bewirbt sich für ein Auslandsstipendium in Deutschland und erhält tatsächlich eine Zusage. Obwohl die Trennung von ihren Eltern und ihren Freunden in China schwerfällt, freut Yang Ji sich auf den neuen Lebensabschnitt. Mit ihr sind mehrere chinesische Studenten nach Dessau-Roßlau gekommen. So fällt der 25-Jährigen der Start in das Leben in Deutschland recht leicht. Aber es gibt durchaus eine kleine Sprachbarriere. Yang Ji ist zwar sehr diszipliniert, aber Deutsch von Grund auf zu lernen ist einfach schwierig. Auch mit der englischen Sprache hat sie ein paar Probleme. Yang Ji wohnt aber gemeinsam mit anderen chinesischen Studentinnen in einer WG. Dementsprechend fühlt sie sich dennoch nicht allein in Deutschland. Die Wohnung, die Yang Ji sich mit Freunden teilt, liegt recht zentral in der Johannesstraße. Die Innenstadt von Dessau ist zu Fuß gut zu erreichen, ebenso wie Parks und Kultureinrichtungen. Der Abend des 11. Mai 2016 ist eigentlich ein ganz alltäglicher. Am Abend sind Yang Ji und ihre beste Freundin in Dessau unterwegs. In der Kaufland-Filiale in der Wolfgangsstraße kaufen die beiden Lebensmittel ein und Yang Ji geht danach nach Hause. Sie legt ihre Einkäufe in der Küche ihrer WG ab. Gegen 20.30 Uhr geht Yang Ji noch einmal nach draußen. Die Studentin ist begeisterte Läuferin und joggt regelmäßig durch ihre Nachbarschaft. So auch an diesem Abend. Von der WG aus läuft sie in Richtung der Hausmannstraße. Von dort dann weiter zum Dessauer Theater. Nach etwa einer Stunde beendet Yang Ji ihre Runde und ist zurück in der Johannesstraße. Das werden später Aufnahmen einer Überwachungskamera belegen. Um 21.24 Uhr wird Yang Ji von einer jungen Frau angesprochen. Sie steht vor der Johannesstraße Nummer 7. Yang Ji schaut sich kurz unschlüssig um, geht dann aber auf die Worte der Frau ein. Die Studentin folgt ihr in den Hausflur. Und dieses Haus wird Yang Ji Li nie wieder verlassen. Etwa eine Viertelstunde später wird das Handy von Yang Ji Li für immer abgestellt. Niemand wird je wieder etwas von der jungen Frau hören. Die Frau, die Yang Ji vor dem Hauseingang anspricht, heißt Xenia. Sie ist 20 Jahre alt und zweifache Mutter. Sie bittet Yang Ji darum, ihr dabei zu helfen, einen schweren Karton ins obere Stockwerk zu tragen. Yang Ji scheint zu begreifen, worum die junge Frau sie bittet. Und hilfsbereit, wie Yang Ji Li ist, willigt sie ein, Xenia zu helfen. Xenia lebt in dem Wohnhaus in der Johannesstraße 7 gemeinsam mit ihren beiden Kindern und ihrem ebenfalls 20 Jahre alten Freund Sebastian F. Und Sebastian hat Xenia um etwas gebeten. Er wünscht sich einen Dreier mit Xenia und einer weiteren Frau. Dafür soll seine Freundin jemanden finden. Nachdem eine Freundin von Xenia abgelehnt hat, mit ihr und Sebastian Sex zu haben, fassen die beiden einen Entschluss. Xenia soll einfach eine fremde Frau auf der Straße ansprechen und ins Haus locken. Und genau das tut Xenia am 11. Mai 2016 um 21.24 Uhr. Sie spricht die vorbeijoggende Yang Ji unter dem Vorwand an, Hilfe zu brauchen. Als Yang Ji ihr dann den Hausflur der Johannesstraße 7 folgt,
wird sie dort von Sebastian F. überwältigt. Als Yang Jis Mitbewohnern am 12. Mai auffällt, dass die 25-Jährige nicht da ist, sind sie zunächst etwas ratlos. Sie sind sich unsicher, was sie nun machen soll. Es ist zwar ungewöhnlich, dass Yang Ji über Nacht nicht nach Hause gekommen ist, aber niemand scheint zunächst vom Schlimmsten auszugehen. Deshalb entscheiden sich die Mitbewohner dazu, den gemeinsamen Uni-Professor nach Rat zu fragen. Als sie ihm die Lage erklären, rät der Professor dazu, sofort die Polizei aufzusuchen. Und so melden Yang Jis Freunde sie am Vormittag des 12. Mai 2016 als vermisst. Die Polizei nimmt das Verschwinden der jungen Frau schnell ernst. Die Joggingstrecke von Yang Ji Li wird abgesucht, zunächst aber ohne Erfolg. Und da ihr Handy ausgeschaltet ist, kann ihr Mobiltelefon nicht geortet werden. Mit jeder Stunde, die verstreicht, geht die Polizei mehr und mehr von einem Verbrechen aus. Unwissend, dass der Schlüssel zum Verschwinden von Yang Ji Li nur wenige Meter von ihrer eigenen Adresse entfernt liegt. Am 13. Mai beginnt in der Innenstadt von Dessau eine groß angelegte Suchaktion. Yang Ji Li ist mittlerweile seit anderthalb Tagen verschwunden. Hunderte Polizisten durchsuchen die Stadt, insbesondere die Gegend um den Friedensplatz und einen Bunker. Nach nur etwa einer Stunde macht ein Beamter einen schrecklichen Fund. Hinter einer Dixie-Toilette unter einem Nadelbaum liegt eine unbekleidete weibliche Leiche. Die tote Frau liegt in der Hausmannstraße, nur wenige Meter von Yang Ji Lis Wohnung in der Johannesstraße entfernt. Obwohl der Leichnam durch zahlreiche Verletzungen entstellt ist, gibt es leider keine Zweifel. Bei der toten Frau handelt es sich um die vermisste Yang Ji Li. Ihr Leichnam liegt mitten in der Dessauer Innenstadt, ganz in der Nähe ihrer eigenen Wohnung. Das Entsetzen in der Stadt ist groß. Insbesondere für Yang Ji Lis Kommilitonen und Freunde ist ihr gewaltsamer Tod ein großer Schock. Verständlicherweise. Die Polizei gibt schon bald Details zum Leichenfund bekannt. Es wird berichtet, dass Yang Ji Li zweifellos einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Und dass an ihrem Leichnam männliche DNA gefunden wurde. In diesem Zusammenhang rufen die Ermittler zur freiwilligen Abgabe einer Speichelprobe auf. So können potenzielle Tatverdächtige einfacher ausgeschlossen werden. Aufgrund des Ablageortes der toten Yang Ji ist naheliegend, dass der Täter selbst in der Nähe leben muss. Auf Sebastian F. und seine Freundin Xenia kommt die Dessauer Polizei zunächst allerdings nicht. Nur wenige Tage nach dem Fund des Leichnams von Yang Ji Li beginnen Sebastian und Xenia aus ihrer Wohnung in der Johannesstraße auszuziehen. Angeblich soll es in ihrer Wohnung einen Schimmelbefall geben, sodass die beiden stattdessen in das Haus von Sebastians Mutter ziehen wollen. Trotzdem meldet sich Sebastian F. am 23. Mai freiwillig bei der Polizei. 10 Tage nachdem Yang Ji Li tot aufgefunden wurde. Er möchte eine freiwillige Aussage machen. Denn Sebastian berichtet, er habe Yang Ji kurz vor ihrem Tod noch gesehen. Genauer, am 10. Mai 2016, also am Tag vor ihrem Verschwinden. Sebastian gibt an, er und seine Freundin Xenia hätten an diesem Tag einvernehmlichen Sex mit Yang Ji Li gehabt. Nun mache er sich Sorgen, man könne dementsprechend seine DNA auf dem Leichnam der Ermordeten finden. Auch Xenia bestätigt gegenüber der Polizei, die beiden hätten einen einvernehmlichen Dreier mit Yang Ji Li gehabt. Doch die Polizei wird schnell skeptisch, woraufhin Sebastian F. und Xenia I. schon bald in Untersuchungshaft genommen werden. Kurz darauf wird auch das Wohnhaus in der Johannesstraße 7 untersucht und die Ermittler sind sich sicher, dass Yang Ji Li hier ermordet wurde. Zum Zeitpunkt von Yang Ji Lis Tod sind Sebastian F. und Xenia I. die einzigen Mieter, alle anderen Wohnungen stehen leer. Was den Verdacht natürlich erhärtet, auch wenn nicht in ihrer, sondern in einer anderen leerstehenden Wohnung mehr als 300 Blutspuren gefunden werden. Die Polizei geht davon aus, dass Xenia Yang Ji Li am Abend des 11. Mai in das Haus gelockt und Sebastian in der Wohnung mit den Blutspuren auf sie gewartet, sie vergewaltigt und ermordet hat. Dann hätten er und seine Partnerin den Leichnam gemeinsam in der Hausmannstraße abgelegt. Zum Zeitpunkt der Festnahme gibt es um den Fall eine Kontroverse, denn die Mutter des verdächtigen Sebastian arbeitet als Polizistin.
und zunächst ist sie sogar an den Ermittlungen im Mordfall Yang Jili beteiligt. So ist sie beispielsweise bei Zeugenbefragungen dabei. Telefonprotokolle zeigen, dass Mutter und Sohn zwischen dem Mord an Yang Ji und Sebastians Festnahme mehr als 40 Mal miteinander telefoniert haben. Auch der Stiefvater von Sebastian arbeitet für die Polizei von Dessau-Roßlau. Er ist stellvertretender Leiter des Polizeireviers. Allerdings konnte man keine Einflussnahme von Seiten der Eltern bei den Ermittlungen feststellen. So wurde es zumindest kommuniziert. Auch nachdem Sebastian und Xenia Ende Mai festgenommen werden, werden deswegen Sebastians Mutter und sein Stiefvater nicht sofort suspendiert. Das passiert erst Tage später. Immer mehr Details. Die Schlagzeilen um den Mord an Yang Jili reißen nicht ab. Nachdem die Polizistin und Mutter des tatverdächtigen Sebastian F. am Freitag, also nur einen Tag nach der Trauerfeier für das Mordopfer, diese Gaststätte eröffnet hatte, wurde ihr Mann vom Dienst suspendiert. Innenminister Holger Stahlknecht begründet den Schritt wie folgt. Jörg S. habe sich am Freitag im Krankenstand befunden, dennoch hinter dem Tresen in der Gaststätte gestanden und einen durchaus freudigen Eindruck gemacht. Von dem Leiter des Polizeireviers ging somit ein fatales Signal aus. Auch sei gegen die Mutter und den Stiefvater des Tatverdächtigen ein Disziplinarverfahren in Prüfung, hieß es aus dem Ministerium. Im November 2016 beginnt der Prozess gegen Sebastian und Xenia, knapp ein halbes Jahr nach Yang Jilis Tod. Dem Paar werden der gemeinschaftliche Mord sowie die Vergewaltigung von Yang Jili vorgeworfen. Vor Gericht macht eine Rechtsmedizinerin das Ausmaß der schweren Verletzung von Yang Jili deutlich. Die 25-Jährige verstarb an Herzversagen infolge einer Lungenfettembolie. Xenia legt ein Teilgeständnis ab. Sie berichtet, sie habe Yang Ji ins Haus gelockt. Ihr Partner Sebastian F. habe dann versucht, Yang Ji zu fesseln. Das habe aber nicht geklappt, weil die Studentin sich so stark gewehrt habe. Stattdessen habe Sebastian Yang Ji den Mund zugehalten und sie in eine der leerstehenden Wohnungen im Haus gezogen. Dort habe Sebastian F. Yang Jili dann laut der Darstellung seiner Partnerin vergewaltigt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Paar Yang Ji nach der Vergewaltigung in der leerstehenden Wohnung zurückgelassen hat. In der Annahme, dass sie bald an ihren Verletzungen sterben würde. Xenia erzählt weiter, dass Sebastian gegen 2 Uhr am frühen Morgen des 12. Mai noch einmal zu Yang Ji gegangen sei. Er habe eine große Mülltonne benutzt, um Yang Jis Körper aus dem Haus zu transportieren. Xenia sei dabei gewesen und habe ihm in der Dunkelheit mit ihrer Handytaschenlampe den Weg geleuchtet. Die beiden seien über den Hinterhof der Johannesstraße 7 gelaufen. Am anderen Ende des Hinterhofs befindet sich die spätere Fundstelle von Yang Jis Leichen. Dort hätten die beiden ihren Körper dann hinter der Dixie-Kabine abgelegt. Gerichtsmediziner gehen davon aus, dass die Studentin in den frühen Morgenstunden des 12. Mai starb. Womöglich lebte sie also sogar noch, als Sebastian und Xenia ihren Körper in die Hausmannstraße brachten. Sie hätten vielleicht noch etwas für Yang Jili tun können. Aber das haben sie nicht. Sie haben keinen Moment an sie gedacht. Nur an sich. Zusätzlich zu Xenias Aussage belastet Sebastian F. auch sein eigener Internetverlauf. So stellte er unter anderem folgende Suchanfragen. Wie lange riecht ein Polizeihund einen Menschen? Wann beginnt ein Mensch zu verwesen? Leiche im Freien und genetische Fingerabdruck-DNA. Das sind natürlich alles sehr belastende Suchanfragen. Ansonsten stammen aber alle Informationen zum Tathergang ausschließlich von Xenia. Sebastian selbst hat vor Gericht geschwiegen und nie genaue Angaben zu dem Mord an Yang Jili gemacht. Das Gericht hält die Schilderung von Xenia aber für glaubwürdig. Demnach habe Sebastian ihr versichert, er würde Yang Ji wieder laufen lassen. Es heißt, Sebastian habe einen außergewöhnlich hohen Sextrieb gehabt und seine Partnerin somit unter Druck gesetzt. Xenia erzählt, sie habe ihn mit Yang Jili alleine gelassen und sei selbst in die gemeinsame Wohnung zu den 2 Kindern zurückgekehrt. Später habe sie ihm dann beim Verstecken der Leiche geholfen. Beim Mord selbst habe Xenia nicht aktiv partizipiert. Xenia wird eine dependente Persönlichkeit attestiert. Mit anderen Worten, die junge Frau sei sehr von Sebastian abhängig gewesen. Sie wird schließlich zu einer Jugendstrafe verurteilt, wegen sexueller Nötigung in einem besonders schweren Fall. Der Mordvorwurf gegen die junge Frau
wird aber fallen gelassen. Sie erhält eine Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 6 Monaten. Mit dem Mord von Yang Jili hat Xenia also aus juristischer Sicht laut des Urteils nichts zu tun. Sebastian hingegen wird wegen Mordes und Vergewaltigung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zusätzlich stellt das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Auch nach dem Ablauf der lebenslangen Freiheitsstrafe von 15 Jahren könnte Sebastian also im Gefängnis bleiben. Yang Jilis Eltern haben die Überreste ihrer Tochter wieder zurück nach China überführt. So findet Yang Ji in ihrer Heimat ihre letzte Ruhestätte. Anlässlich des ersten Todestages von Yang Jili veröffentlichten ihre Eltern einen Brief, den sie an ihre verstorbene Tochter geschrieben haben. Darin heißt es: Wir haben in deinem Zimmer in Dessau dein Tagebuch gefunden. Ununterbrochen hast du es immer geführt und mit vielen Erlebnissen gefüllt bis zum Morgen des 11. Mai 2016. Du hattest Träume und deine Pläne nach dem Studium. An einem Marathon wolltest du teilnehmen, sobald du wieder in China bist. Mit uns zusammen wolltest du ins Ausland reisen, die verschiedenen Kulturen kennenlernen, die Landschaften und die Städte betrachten. Jedes Mal hast du geschrieben, dass du uns sehr vermisst. Dieses zu lesen hat unsere Herzen gebrochen. All diese Träume, die Yang Jili hatte, sind ihr verwehrt geblieben. Und das alles nur wegen der skrupellosen Brutalität ihres Mörders und seiner Komplize. Die chinesische Trauerkultur hält den Glauben, dass die Seele einer verstorbenen Person nach einer gewissen Zeit an ihren Sterbeort zurückkehrt. Vielleicht kann dieser Gedanke für Yang Jilis Eltern in irgendeiner Form dabei helfen, das Geschehene zu verarbeiten. Eines steht aber fest: Vergessen wird man Yang Jili ganz sicher nicht. Weder in ihrer Heimat in China, noch in ihrem zweiten Zuhause in Deutschland. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Was sagt ihr zu dem Fall? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ach, und hinterlasst gerne einen Like, Kommentar und oder Abo. Und aktiviert gerne die Glocke. Das hilft dem Kanal wirklich extrem weiter. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und auch vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.